Hallo und herzlich willkommen. Heute mit einer neuen Maschine für euch, der Profitec Move. Was dieser Dual Boiler alles kann und was ihn meiner Meinung nach sehr besonders macht, das schauen wir uns heute an. Los geht's. Ja, ihr habt es vielleicht schon am Titel gesehen. Das ist jetzt kein typisches Hands-on-Video. Unsere Idee ist jetzt hier, euch mal diesen Prototypen ein bisschen nahe zu bringen. Ihr habt es gerade gehört, Prototypen. Also wir haben jetzt hier eine Maschine auf dem Tisch, die wir dankenswerterweise auch auf dem Coffee Festival so ausstellen durften seitens Profitec, die aber noch nicht ganz am Serienproduktionsstandard dran ist. Das ist an ein paar Stellen für den, sag ich mal, ja, genauen Hingucker erkennbar. Ich glaube, die Maschine ist trotzdem weit genug, als dass wir das Konzept Move einfach mal vorstellen können, um euch einfach so ein bisschen zu erklären, was hat es mit der Maschine auf sich, beziehungsweise was wir jetzt noch mehr damit auf sich haben. Und dementsprechend würde ich mich trotzdem so ein bisschen an dem Hands-on orientieren und einfach mal mit dem Gesamtkonzept als solches anfangen. Wir haben hier, wie eingangs schon erwähnt, eine Dual-Boiler-Maschine auf dem Tisch. Die ist im Übrigen sehr kompakt, mit gerade mal 27 cm Breite. Die anderen Maße haben wir euch wie immer hier eingeblendet. Wie gesagt, macht einen schlanken Fuß, wiegt jetzt auch nicht unfassbar viel, muss ich dazu sagen. Ist aber trotzdem eine Dual-Boiler-Maschine mit einem entsprechenden, ja, Ringbrückgruppe hier in Balkonbauweise und einem eigenen Dampfkessel hier im hinteren Teil des Gehäuses. Wir haben hier vom Volumen her 0,4 Liter für den Espresso-Kessel und 0,75 Liter Edelstahlkessel für den Dampf- bzw. die Heißwasserausgabe. Wie schon gesagt, Balkonbauweise. Man kennt es vielleicht schon so ein bisschen von der Mini, Micra oder auch von der Arkel Coast. Das ist jetzt so ein bisschen ein neues Konzept, was hier um die Ecke kommt. Schließlich ist hier das Ziel, Temperaturstabilität und Aufheizzeit miteinander zu vereinen. Dementsprechend wirbt auch diese Maschine hier mit einer relativ kurzen Aufheizzeit. Auf der Herstellerwebsite steht irgendwas um die 9 Minuten. Ich kann so viel schon mal verraten. Die Maschine, die wir da haben, die schafft es auch in 10 Minuten. Das ist soweit so gut. Die finalen Aussagen dazu, ich denke, da warten wir aber noch auf das Serienmodell einfach mal. Sieht aber gut aus. Also da kann man auf jeden Fall mit rechnen. Ein weiteres Indiz für diese kurze Aufheizzeit ist auch der Siebträger. Für die, die es noch nicht gesehen haben, wir haben ein Siebträger-Vergleichsvideo gemacht, wo wir verschiedene Typen an Siebträgerkörpern miteinander verglichen haben. Darunter war auch schon der Prototyp von diesem Silikonauslauf hier. Für die, die es nicht wissen, ich zeige es euch gerade nochmal. Das ist der Siebträger, der auch mit der Maschine mitkommt. Ihr habt hier einen schwarzen Silikonboden, den ihr abnehmen könnt. Und dementsprechend habt ihr eine 3-in-1-Funktion, das heißt, ihr könnt diesen Siebträger als bodenlosen Siebträger so verwenden, als doppelten eben in dieser Konfiguration oder eben als einfachen Siebträger mit einem entsprechenden einfachen Auslass, der uns aber jetzt leider noch nicht vorliegt. Der befindet sich noch in Produktion und kommt dann mit dem Serienstart. Serienstart, wichtiges Wort, wann geht es denn hiermit eigentlich los? Und zwar hat sich Profitec hier als Ziel diesen Herbst gesetzt. Das heißt, lang kann es nicht mehr dauern. Ich meine, wir haben jetzt ja, Oktober. Insofern ist da auch nicht mehr viel vom Herbst übrig dann, wenn man jetzt mal frech sein darf. Wird also bald kommen, kann ich euch verraten. Und eine weitere Sache, die dieses Konzept so ein bisschen alleine stellt, würde ich jetzt mal persönlich behaupten, ist auch diese, ja, Bedieneinheit hier oben. Man hat sich auch ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ein frischeres Design auf den Markt zu bringen, viele Funktionalitäten schon reinzupacken, aber jetzt nicht unbedingt, wie soll ich sagen, eine Maschine mit einem riesen Display zu machen. Dementsprechend hier die Funktionen werde ich euch dann gleich nochmal zeigen. Ich kann aber so viel verraten, das ist schon ziemlich umfangreich, über Präinfusion, Energiesparmodus bis hin zur Kalendereinstellung. Das heißt, die Maschine kann sich auch selbst einschalten, ist hier schon einiges in diesem Package drin. Ansonsten, was haben wir noch? Ja, eine grundsolide Maschine, die vielleicht den einen oder anderen an die Pro 300 auch erinnert. Pro 300, was war das nochmal? Naja, im Grunde genommen ein sehr, sehr ähnliches Konzept. Das heißt, wir hatten eine Dual-Boiler-Maschine in Balkonbauweise, auch relativ kompakt so vom Package her. Aber hier und da würde ich jetzt mal sagen, ja, in der Optik vielleicht nicht das, was ich hier daheim erhoffen würde. Dementsprechend hat man das bei Profitec sich auch zu Herzen genommen und ein bisschen ein frischeres Design gemacht. Und im Vergleich der beiden Maschinen fällt dann auch auf, dass dieser Balkonabschnitt weniger hoch ist bei der Move als bei der Pro 300. Wir haben vielleicht für den einen oder anderen ansprechendere Knöpfe jetzt hier verbaut, lauter solche Sachen. Ja. Und auch das Display ist ein bisschen frischer und zeitgemäßer als die Integration von dem PID-Display unten in der Front. Ansonsten, was geblieben ist, ist die Manometerposition. Also die ist ja noch relativ vergleichbar zur Pro 300 an sich. Nur haben wir jetzt hier eben bei der Move ein Doppelmanometer, wo wir den Dampfkesseldruck ablesen können und den Brühdruck.
So, jetzt habe ich schon ziemlich viel zum allgemeinen Maschinenkonzept an sich gesagt. Wie gesagt, nochmal vielleicht grob, Plan ist dieser Herbst, dass die Maschine auf den Markt kommt. Der Verkaufspreis wird bei knapp 1.900 € liegen. Sie wird es jetzt erstmal in der schwarzen Version geben. Und ich glaube, Anfang des nächsten Jahres kommen auch noch die farbigen Varianten dazu. Und auch hier hat sich Profitec dazu entschieden, einen Exclusive-Line-Vertrieb für dieses Jahr erstmal zu machen. Das heißt, ihr findet diese Maschinen bei euren Vertrauten und von Profitec auch anerkannten ja, Partnerhändlern und könnt die auch dann nur dort erwerben. Das heißt, auch hier nicht wundern, wir werden die Maschine natürlich auch auf der Website jetzt haben. Ihr könnt sie da aber nicht direkt in den Warenkorb legen, sondern wir möchten mit euch in den Austausch treten, euch auch zu dem Gerät beraten und dementsprechend könnt ihr sie auch anfragen bei uns. Genau, so viel schon mal dazu. Ich würde sagen, wir verlieren da jetzt auch gar nicht mal so viele weitere Worte, sondern gehen eigentlich mal direkt rein ins Brühen eines Kaffees mit dem Gerät. Los geht's. Ja, herzlich willkommen in unserer Kaffeeecke. Wir machen jetzt wieder mal einen leckeren Cappuccino und Espresso. Wie immer, unser Kaffee, der Schmackofatz, ist in der Mühle. Diesmal eine Eureka, Magnifico-Mühle wieder. Ich würde sagen, wir achten jetzt mal wieder gemeinsam drauf, wie die Maschine so brüht. Vielleicht auch, wie sie sich beim Milchaufschäumen so verhält. Da werde ich in der Konklusion nochmal drauf eingehen, aber ich kann so viel schon mal verraten. Die hat echt Dampfpower. Ehrlicherweise muss ich das einfach mal so sagen. Trotzdem macht sie auch den Espresso sehr, sehr ruhig. Ne? Das Ganze wird wieder mal ja, in unserem Siebträger hier mit Silikonboden gebrüht. Ich mache mal wieder so um die 18,5 Gramm in etwa. Das ist die Einwaage für unser Sieb hier. Und dann würde ich sagen, verlieren wir gar nicht viel Worte und gehen einfach mal direkt rein. Los geht's. So, wir haben unseren Shot vorbereitet. Tatsächlich gibt es ja jetzt auch zwei Mengen, die wir an der Maschine programmieren können. Deswegen gibt es auch diese zwei großen Knöpfe hier. Wir haben den einen Knopf auf 3 Sekunden programmiert zum Spülen. Das ist nämlich die für die einfache Portion. Wie auch der Name schon sagt, doppelte Portion. Wir werden jetzt auch eine doppelte Portion machen. Deswegen nehme ich auch diesen Knopf. Für das Brühen an sich würde ich euch gerne auch einfach nochmal näher ranholen, dass ihr mal eben seht, wie das Display hier drüben funktioniert. So, wir sehen in der groben Aufteilung das Display hier drüben. Im Ist-Zustand zeigt uns das unsere Brühkesseltemperatur von 90 Grad und unsere Dampfkesseltemperatur von 134 Grad an. Ich werde jetzt den doppelten Bezug hier starten. Kleiner Takeaway schon mal an der Stelle. Den haben wir auf 22,7 Sekunden programmiert. Das heißt, wir haben hier eine zeitgesteuerte Bezugszeitregelung und keine Volumetrik. Das nur der Vollständigkeit halber. Sobald ich den Bezug starte, seht ihr, wie diese Zeit hier hochläuft. Dieses Symbol hier indiziert einfach normale Bezugszeit. Ich sage es deswegen dazu, weil man eben auch Präinfusion wählen kann. Wir sehen jetzt hier in Zehntelsekundenschritten, wie die Zeit nach oben läuft. Und sobald dann eben die 22,7 Sekunden erreicht sind, wird der Bezug auch von alleine stoppen. Ziemlich genau jetzt. Genau, ja. So, gibt es hier auch netterweise ein kleines Tassensymbol. Also finde ich so schon ganz gut gemacht. Es springt wieder zurück auf die Brühkesseltemperatur. Hier nicht wundern, ja, die Temperatur ist natürlich jetzt niedriger nach dem Bezug im Kessel selbst. Das hat aber eher mit der Sensoranordnung relativ zum Kaltwassereintritt zu tun. Aber ihr seht, das normalisiert sich schnell wieder. Ja, da sind wir alles fein, was es angeht. Und im nächsten Schritt machen wir auch mal gemeinsam Milch. So, wie gesagt, wir haben hier eine ordentliche Dampfpower. Wir sind hier beim Maximumswert von knapp 134 Grad. Dementsprechend denke ich mal, geht das Ganze hier auch sehr zügig. Im Übrigen ein Feedback, was Profitec von der Pro 300 hier hat einfließen lassen, ist die Dampflanze. Die wurde ja angemerkt, dass bei der Pro 300 ein bisschen zu klein ist, beziehungsweise zu kurz. Und hier seht ihr, die sitzt auch bequem lang für die meisten gängigen Milchkannen. Ich bekomme auch eine schöne Milch an sich hin. Das Thema wird dann jetzt auch schon gut heiß. So, wie immer, klopfen, gießen. So, Zeit für Latte Art, ja. Ich hoffe, das wird was. Ihr könnt sehen, wir können hier eine schöne Latte Art machen. Die ganze Milch schäumt auch gut auf. Ich muss dazu sagen, heute haben wir zur Abwechslung auch mal Hafermilch genommen, weil ich glaube, das ist nochmal eine extra Herausforderung und da braucht es eben hohe Dampfpower für. Und das hat dann doch schon sehr gut funktioniert. Nichtsdestotrotz werde ich auch mal den Espresso für euch probieren. Ja, hat so gut gemacht. Schmeckt auf jeden Fall nach Schmackofatz. Schön kakaoige Noten. Bisschen kürzer extrahiert, das ist auch das, was ich jedem immer empfehle, den Schmackofatz eher so ein bisschen Richtung Ristretto auch zu halten, von der Einwaage zu ja,
Ergebnis in der Tasse. Und das ist natürlich auch was, was wir hier schön beeinflussen können. Ich würde euch jetzt sehr, sehr gerne nochmal kurz die Menüs zeigen, die wir hier auch zur Verfügung haben. Insbesondere auch nochmal kurz auf die Kalenderfunktion eingehen, beziehungsweise auch auf die Präinfusion und Programmierung der Tasten. Insofern kommt auch nochmal einen Schritt näher ran und wir schauen uns das gemeinsam an. Da sind wir auch wieder bei unserem Display. Den groben Aufbau habe ich euch ja schon erklärt. Ihr seht hier das Dampfsymbol. Ich kann hier im Übrigen einen Shortcut nutzen und den Dampf auch mit Drücken von dieser Taste hier zu- und abschalten. Ja? Insofern kann ich auch die Maschine nur als Espresso-Boiler verwenden sozusagen und auch ohne Dampf. Ich will halt meinen Dampf, deswegen hätte ich es auch gerne wieder dabei. Wenn ich jetzt ins Menü rein möchte, muss ich diese beiden Tasten hier gedrückt halten. Die Maschine springt rein und dann haben wir hier eine sehr schöne Übersicht von unseren Icons. Das heißt, das ist eigentlich selbsterklärend, ihr seht, Dampftemperatur kann man einstellen. Wenn man jetzt in einen Menüpunkt einspringen möchte, dann geht man auf die einfache Dosis. Hier seht ihr auch schon blinkend dann die Temperatur. Gut, ich war schon am Maximum und kann dann dementsprechend darüber hinausgehen. Springt halt wieder aufs Minimum der Dampftemperatur. Und weil ich jetzt so vielleicht gemerkt habe, oh hoppla, ich komme mit der Zeit nicht hin, möchte ich vielleicht den Druck im Kessel ein bisschen minimieren, dann kann ich das auch einfach hier bestätigen. Entweder ich gehe auch manuell wieder zurück hier mit dem unteren Knopf oder das Menü schmeißt mich dann nach knapp 3 Sekunden wieder raus, so wie es jetzt der Fall war. Hier aber mal wieder rein. Genau. Brühtemperaturanpassung ist natürlich ganz klar, die wir hier machen können. Brew Settings, das ist ein ziemlich cooles Menü. Hier kann ich sagen, Brew Settings für welchen Bezug, für den Bezug 1 oder 2. Ich würde jetzt sehr gerne die einfache Taste programmieren, gehe ich hier rein. Und dann seht ihr hier auch schon die gesamten Parameter. Das muss ich euch jetzt ein bisschen auseinanderklamüsern und die Maschine nebenbei immer bei Laune halten durch Drücken eines Knopfes. Ihr seht hier die Gesamtbezugszeit von 3 Sekunden. Die könnte ich, wenn ich wollte, auch jetzt einstellen, indem ich in diesen Wert reingehe und eben manipuliere in Zehntelsekundenschritten. Ich kann aber auch gedrückt halten und dann geht das Ganze auch ein bisschen flotter und dann drücke ich mir keinen Wolf. Das kann ich dann einmal bestätigen und zum nächsten Wert springen. Beispielsweise könnte ich hier jetzt die Präinfusion einschalten. Oh, hoppla, die habe ich noch gar nicht angemacht. Jetzt gehe ich nochmal durch. Augenblick. Nochmal rein, genau. So, den haben wir gesetzt. Präinfusion hätte ich gerne an. Wunderbar. Und zwar möchte ich, dass die Pumpe 3 Sekunden lang läuft. Ja, das können wir eigentlich lassen. Und dann 5 Sekunden Pause macht. So, jetzt haben wir unsere Präinfusion in den Shot-Einstellungen gemacht. Ich muss jetzt natürlich noch einmal hier zurückgehen, weil ich will ja nicht den zweiten Shot noch einstellen. Und muss hier im Menü meine Präinfusion aktivieren. Die ist auch schon an. Wunderbar. Kann ich auch wieder zurückgehen. Hervorragend. Und der Vollständigkeit halber hier mal noch die anderen Menü-Settings. Es gibt einen Cleaning-Reminder. Es gibt auch einen Cleaning-Modus, soweit ich weiß. Das heißt, ich kann auch selber rückspülen, die Maschine. Das wäre der Punkt hier nämlich. Die Barista-Leise, die kann ich hier in den Einstellungen auf During Shot machen zum Beispiel. Dann gehen sie jetzt aus und beim Shot wieder an. Ich muss aber sagen, ich fand es eigentlich ganz schön, wenn sie always on sind. So, genau, zack, da leuchten sie auch wieder. Dann, genau, was haben wir noch? Die Advanced User Settings, die sind, glaube ich, auch schon aktiviert. Wunderbar. Und da kann ich jetzt beispielsweise noch Einstellungen machen, den Wasserfilter zu erneuern im Wassertank. Ich kann den Timer enablen, das ist natürlich schon passiert, klar. Und ich kann entsprechend die Uhrzeit setzen und den Schedule dann auch machen. Das heißt, ich kann jetzt für den Montag hier 2 Zeiten aktivieren. Einmal die Zeit, wann es zum ersten Mal angeht und ausgeht und dann wieder eine 2. Uhrzeit, also morgens und nachmittags zum Beispiel. Das kann ich jetzt hier machen. Dann muss ich auch die Maschine gar nicht mehr ausschalten. Das ist eigentlich ziemlich komfortabel. Gut, jetzt will ich euch noch kurz die Präinfusion zeigen, weil ich glaube, dass das hier auch ganz cool mit dem Icon gemacht wird. Und zwar, ihr seht, 3 Sekunden lang benetzen wir den Puck, dann ist Wartezeit und ab dann geht der Bezug wieder an. Das war jetzt natürlich 5 Sekunden Wartezeit und dann läuft der Bezug halt weiter. Hat jetzt hier gestoppt, weil ich ja nur 5 Sekunden Gesamtbezugszeit eingestellt habe. Das ist schon ein sehr kurzer Espresso. Aber ihr habt gesehen, das wird mir dann hier auch entsprechend angezeigt, wenn ich die Präinfusionsfunktion nutze. Dann würde ich sagen, haben wir doch schon sehr viel auch über die Theorie von dem Menü gesprochen. Wir haben einen Kaffee gemacht. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass die Maschine auch sehr ruhig funktioniert und sehr ruhig brüht. Aber natürlich auch eine sehr gute Dampfpower hat. Das will ich auch nochmal hervorheben, weil das ist nicht so selbstverständlich in dieser Kompaktgröße. Insofern hier, fetten Daumen nach oben. Solltet ihr Fragen haben zur Menüführung oder vielleicht noch was unklar sein oder vielleicht sogar Anregungen von eurer Seite bestehen, kommentiert doch gerne unter dem Video und gebt uns hier den Input. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall schon mal jetzt einiges gesehen. Ich glaube, in der Serie sind die ein oder anderen Nomenklaturen nochmal ein bisschen anders, aber das schauen wir uns auch da nochmal an. Mir ging es einfach nur darum, euch nochmal kurz dieses etwas interaktivere Menü nahezulegen, mit dem man hier auch die Maschine bedienen kann. Wir springen jetzt mal weiter zur Konklusion, weil ich glaube, da gibt es noch einiges zu erwähnen. Los geht's!
So, ich würde sagen, wir ziehen auch mal hier wieder einen Strich unter das Konzept und schauen uns in der Konklusion mal ein bisschen, ich sag mal, Pro und Cons in einer abgeschwächten Version von diesem Konzept hier an, also auch von diesen Prototypen jetzt im Konkreten. Und ich glaube, was wir jetzt erstmal machen sollten, nachdem wir jetzt hier auch einen leckeren Kaffee gemacht haben, so kurz nochmal auf die technischen Innereien zu schauen. Hier seht ihr die Maschine von innen. Ist es natürlich, wie gesagt, ein Prototyp, daher möchte sich vielleicht die ein oder andere Anordnung zur Serienproduktion noch verändern. Aber im Großen und Ganzen ist es auch wieder hier sehr solide gebaut. Wir haben vernünftige Verkabelung, wie ihr hier seht. Wir haben Schutzschalter, wir haben Magnetventile, wir haben isolierte Kessel. Ja, insofern ist auch klar, dieser Dualboiler-Aufbau im Inneren zu erkennen. Und das gibt mir auf jeden Fall schon mal ein gutes Gefühl als Servicepartner, sage ich mal, wenn ich diese Anordnung da drin sehe, habe ich erstmal keine Bauchschmerzen, sondern das ist schön getrennt voneinander und wie immer mit sehr hochwertigen Komponenten auch aufgewogen. Ansonsten denke ich mal, ist es super wichtig, auch nochmal über das gesamte Package der Maschine zu sprechen. Ich persönlich finde es ziemlich krass, was man eigentlich auf so einem kleinen Fußabdruck dann doch auch hinbekommt. Wie gesagt, 27 cm ist eine Ansage, ja. Sie wirkt jetzt vielleicht auch sogar noch schmaler. Es liegt auch daran, dass wir von hier vorne unten bis nach hier oben nochmal einen kleinen Sprung drin haben von knapp 200 cm pro Seite. Das fällt aber wirklich gar nicht so auf, sondern sie sieht wirklich super schlank aus. Aber ich habe trotzdem noch genügend Platz für meine Tassen. Das ist auch auf jeden Fall was, was mir sehr gut gefallen hat. Eine Sache, die man aber mal kurz anmerken muss. Aufgrund der kompakten Bauweise hat man jetzt auch nicht wahnsinnig viel Platz hier unterm Auslauf. Insbesondere für die Leute vielleicht relevant, die auch vorhaben, eine Waage drunter zu stellen. Ich würde aber sagen, das ist auf jeden Fall vergleichbar mit einer Lamazoko-Maschine so im groben Ansatz. Und in dem Punkt, wo man das Ganze als bodenlosen Siebträger verwendet, sowieso mehr als genug Platz. Eine Sache, die mich sehr positiv überrascht hat, ist die Bedienung der Maschine. Ich mag die Tasten hier. Ich finde es irgendwie einen schönen Sweet Spot aus, cleanem Look, aber trotzdem einen schönen haptischen Feedback. Und was ich auch sehr mag, ist diese Einbeziehung dieser Brühtasten hier in die Steuerung des Menüs. Ihr habt es ja gesehen, wir können die Menüpunkte so ein bisschen durchschalten, wir können dann bestätigen, wir können auch das Menü wieder um einen Schritt nach hinten springen sozusagen mit den beiden Bezugstasten hier. Und das finde ich eine sehr gelungene Inkorporation von diesen Tasten, sodass man halt auch einfach die Front so ein bisschen schlanker hält. Und dementsprechend ist, glaube ich, auch hier meiner Meinung nach so ein bisschen dieser Ansatz sehr gut gelungen, ein bisschen was Frisches reinzubringen, einen technologischeren Ansatz, aber trotzdem noch nicht diese komplette, sag ich mal, ja, eher schon traditionelle Ästhetik zu verlieren. Ich meine, deswegen gibt es hier auch diese schönen haptischen Erlebnisse wie so ein Kipphebel, wie so ein Kipphebelventil. Und das ist eigentlich auch was sehr Gelungenes. Eine Sache, die mir auch noch super gut gefällt, sind diese Barista-Lights. Ihr könnt es vielleicht jetzt ganz gut sehen. Die sind dauerhaft an. Das kann ich im Übrigen auch in dem Menü einstellen. Ich kann mir das festlegen, ob ich die Dauer anhaben möchte oder nur dann, wenn ein Bezug läuft. So wie bei Lamazoko eigentlich auch. Ich persönlich finde es cool, wenn sie einfach immer an sind und fände es sogar noch cooler, wenn diese Lichter auch an wären, obwohl die Maschine an sich aus ist. Also vielleicht könnt ihr meinem Gedanken da folgen. Ich persönlich mag da so ein bisschen diesen Ambient Light Approach im Interior-Bereich, aber da würde ich auch mal sehr gerne eure Meinung zu hören. Insofern kommentiert es doch mal gerne, was ihr von der Beleuchtung der Maschinen eigentlich so haltet oder vielleicht auch sogar noch von dieser Beleuchtung euch wünschen würdet. Ansonsten, was mir auch sehr gut gefällt, ist diese Übersichtlichkeit von der Bedienperspektive auf das Tassenblech hier unten. Wir können eigentlich sehr schön an der Brühgruppe vorbeischauen. Wir sehen auch genau, wo wir den Siebträger einspannen müssen. Insofern finde ich das schon sehr gelungen, dass das Ganze hier oben ein bisschen schmaler gemacht wurde, wie ich eingangs ja schon erwähnt habe. Dafür muss natürlich hier unten ein bisschen was hinkommen, aber das sieht erstmal gut aus mit der 5-Gruppen Messing hier. Insofern da auch schon mal der Daumen nach oben. Und deswegen würde ich auch sagen, man muss diese Maschine hier echt nicht unterschätzen. Die hat auch wirklich sau gute Dampfpower, wenn ich mal so salopp formulieren darf. Ihr könnt es jetzt sehen, im maximalen Setting sind wir bei über 2 Bar sogar. Und da kann ich euch sagen, könnt ihr richtig Gas geben beim Milchschäumen. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was, um die nächsten 15 Cappuccini zu machen. Dafür ist vielleicht auch der Dampfkessel ein bisschen zu klein. Insbesondere dann, wenn man noch ein bisschen Heißwasser auch entnehmen möchte. Aber für den Heimbetrieb absolut empfehlenswert, ehrlicherweise. Genau, so Themen wie die Temperaturstabilität werden wir uns natürlich in der Produktionsversion nochmal genauer anschauen. Ein kleines Phänomen, das wir feststellen konnten, ist vielleicht, dass der erste Bezug noch nicht ganz da war, wo er sein sollte. Aber ab dem zweiten Bezug bei der Maschine jetzt, bei diesem Prototypen, war sie dann auf jeden Fall in dem Fenster, wo wir sagen, wunderbar, so ungefähr 1 Grad Rahmen hat es auch getroffen. Aber ja, da lassen wir uns dann einfach nochmal in der Serie von überraschen. Die Protokolle, die ich aber gesehen habe, die sind sehr vielversprechend. Genau.
So, das wäre es eigentlich von meiner Seite. Ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr Feedback habt, vielleicht auch zu diesem Konzept an sich, ob ihr das schon kennt, ob ihr vielleicht auch jetzt bei der Move Sachen seht, die euch gegenüber der Pro 300 sehr gut gefallen. Vielleicht der ein oder andere Pro 300 Nutzer unter euch möchte hier auch seine Meinung mal kurz kundtun, was so seine Erfahrungen damit sind. Ansonsten, wir werden jetzt noch weiter mit dem Maschinchen hier spielen, ein paar Kaffees machen und auch mal die Temperatur noch ein bisschen verstellen. Ich habe sonst auch wieder mal nichts anderes übrig, als euch einen schönen, stabilen Tag zu wünschen. Bleibt gesund und munter. Euer Lukas von Team Bluespire. Macht's gut. Ciao.